Leute, willkommen zum Ende von Lucius. Wie es aussieht, das ganze Haus flammt wie verrückt. Wow. Aua, ihr macht mir Aua. Ich war da noch gar nicht so weit. Müssen wir die flambieren vielleicht? Wir flambieren die. Wohin müssen wir, Leute? Okay, wir müssen sie flambieren. Ach Mann, die sind voll gut. Okay, wir müssen das ein bisschen anders angehen. Wir müssen uns hinterm Tisch irgendwie verstecken. Es geht nicht anders. So, hinterm Tisch. Wow! Was sind die denn so schnell da? Wo sind die? Hä, warum kommen die jetzt von da? Können die sich porten oder was? Haltet die Fressen, ey. Alter, ich komm nicht weg. Scheiße. Oh, boah, die regen mich richtig auf die Prise. Die regen mich so auf. Fünf. So. Wir müssen immer warten, bis unsere scheiß Energie aufgeladen ist. Das regt mich ein bisschen auf. Unsere Energie ist schon wieder weg. Alter, lad doch mal schneller auf. Haltet die Fressen. Ihr geht mir voll auf den Sack. So, kommt durch die Tür. Cool, fast tot. Jetzt einfach noch konzentrieren, Leute, und dann haben wir es. Brennt doch in der Hölle. Flame. So. Vorsichtshalber einfach nochmal nachsprühen. So, jetzt fehlt ja theoretisch nur noch der Pfad. Ach so. Zwei von drei Verrätern. Jetzt müsste theoretisch der Vater dran sein. Wenn er sich nicht selber flammiert. Ist ein bisschen heiß da oben, oder? Ja, komm zu mir runter. Dum, dum, dum. Hey, lauf doch nicht weg, Papi. Ich wollte mit dir. Ja, lösch mich. Schnell, Lucius, wir müssen flambieren. Glaube ich. Aber ich finde gut, wenn wir flambieren. Was müssen wir mit ihm machen? Alter, der schlägt mir einen Feuerlöscher nach. Mir hat er nicht mehr alle Backen am Zahn oder was? Also wir können ihn nicht flambieren. Was müssen wir denn mit dem machen? Also ich würde eigentlich sagen, dass wir Gedankenkontrolle auf ihn machen müssen. Die Macht Christi betrifft dich!
steht da? Bin ich so blöd? Lalalala, wir gehen ein bisschen spazieren. Ich würde dir eigentlich sagen, dass wir dieses Ding da runterholen müssen. Ich weiß nicht, was müssen wir mit dem tun? So schnell kann man sich gar nicht löschen. So ein Quatsch. Ich guck jetzt hier nicht mal um. Also ich würde sagen... verriegelt. Jetzt ist es hier schon mal dunkel drin. Da stand was. Die Macht Christi bezwingt dich. Ich fürchte dich nicht. Ja, toll, jetzt haben wir das Licht ausgemacht. Super. Und er kann uns trotzdem noch sehen. Leute, könnt ihr mir helfen, muss ich sagen. Aber das geht ja nicht. Okay, da kommen wir nicht durch. Lalala, wir laufen mit der Blume hier rum. Cool, ne? Jetzt können wir ihn vielleicht kontrollieren, weil das so dunkel hier drin ist. Kehre zu den Höllenfeuern zurück. Die Macht Christi bezwingt dich. Ich muss erst einen Menschen kontrollieren. Ja, hallo. Ich mach doch auf ihn. Der nervt mich gerade total an, ey, Leute. Wir könnten ihn ja vergessen lassen. Das ist ganz schön scheiße. Ich hätte ja geschworen, wir müssen das Ding da runterholen. Das Licht jetzt wieder an, das ist mir einfach ein bisschen zu dunkel. Ah, also hier hoch kommen wir nicht. Okay. Haha, vielleicht müssen wir... weiß ich nicht. Was könnten wir denn machen? Wir könnten ihnen irgendwas ins Bein schmeißen. Aua. Aua. Was haust du mir denn das Ding am Kopf? Ey, ich mach das nicht nochmal mit dem Priester. Nee, okay. Ich hab keine Idee, Leute, irgendwie. Na gut, ich hab schon eine Idee. Mal gucken, ob das klappt. Den könnten wir kontrollieren. Okay. Das wäre ganz schön schwer, so ein den Tisch. Nee, den nimmt er nicht richtig an. Also ist schon mal nicht an dem Tisch. Ich dachte jetzt vielleicht, dass wir den... Hier muss da irgendwo noch die Knarre rumliegen von dem Bullen, oder? Oh, hör mal auf, mir mal einen überzubraten. Sag mal, bin ich so verwirrt oder was? Also er löscht sich selbst und der Feuerlöscher hat komischerweise unendlich Scheiße an sich. Wir können den Feuerlöscher auch nicht zerstören, sehe ich gerade. Schade eigentlich. Warum? Echt, ey, das mit Telekinese ist eigentlich das einzige sinnvoll, dass wir ihn irgendwas voll an die Rübe knallen, weil er uns ja auch die ganze Zeit hier was an die Rübe knallt. Ne, das scheint wirklich nicht zu funktionieren. Das Ding können wir auch nicht runter machen. Nee, okay. Das ist es nicht. Was könnte es denn sonst sein? Mal sehen. Da hat er den Feuerlöscher hier. Wir gucken einfach mal in Ruhe. Aber ich glaube... wenn wir überall das Licht ausschalten, dann sieht er uns gar nicht.
Christi, bezwingt dich! Mach jetzt überall das Licht aus. Achso, jetzt ist es schon überall aus. Da! Da zeigt er irgendwas an. Aha! Ich hab da eine Idee. Mach mal wieder das Licht an. Was zeigt denn der da genau an? Zeigt der nichts mehr an. Okay, doch, jetzt. Nee, jetzt nicht mehr. Die Säule. Ach Gott, ey. Oh, das Blut spritzt. Okay, wir müssen was mit der Säule machen. Eindeutig. Wir müssen sie bestimmt runterschmeißen. Wenn er da untersteht. Gott, das wird schwer. Das wird schwer, ihn da unterzukriegen. Spielende? Achso. Wenn wir ihn nicht richtig treffen, Leute, ist auch Spielende. Aber wir haben es wenigstens gefunden, was wir machen müssen. Das ist schön. Kehre zu den Höllen. Gut. Wir haben es geschafft. Ach Gott, manchmal ist das auch ein bisschen schwer. Aber wir haben es geschafft. Geht's noch weiter? Nein. Okay, Leute, das war's mit Lucius. Das Projekt ist jetzt offiziell beendet. Wir haben eine Menge Erfolge abgekriegt. Alle Geschenke freigeschaltet, die es gibt. Ja, und wir sind jetzt sozusagen der einzige Überlebende und die denken natürlich jetzt, das war alles ein Unfall und wir sind ganz unschuldig, das wette ich. Ja, kommen wir zur Bewertung des Spiels. Also, es war eigentlich ziemlich gut, also auch von der Story her. Steuerung war eigentlich auch alles sehr okay. Naja gut, diese Telekinese muss man jetzt mal verstehen, aber das ging. Eigentlich sehr interessantes Spiel, hätte vielleicht ein bisschen länger sein können, aber es war wirklich okay. Grafikmäßig war auch alles okay. Also ich habe eigentlich nichts an diesem Spiel auszusetzen. Es ist eigentlich sehr zu empfehlen. Ihr könnt es auch gerne spielen. Man kann es auf Steam kaufen. Ja. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren. Ich fand es eigentlich ganz gut. Konnte man mal spielen. Kann man auch nochmal spielen. Man kann eine Menge Erfolge freischalten, hat man ja gesehen. Und ich mag ja solche Spiele, wo man Erfolge freischalten kann. Es gibt bestimmt noch viel mehr Erfolge. Weiß was ich, wie viel Prozent ich davon geschafft habe. Ja, und man kann halt auch Nebenquests machen, das finde ich gut, um die Geschenke halt freizuschalten, die wir ja alle geschafft haben. Wir haben zwar Wäsche waschen nicht 100%, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben alle Geschenke. Ja, und jetzt lesen wir da halt wer und wie und was. Mhm, sehr viel Zeug. Das Haus brennt jetzt. Ich habe eigentlich nichts an diesem Spiel ausgesetzt. Manchmal waren die Sachen ein bisschen, musste man halt ein bisschen überlegen, wo man jetzt was hinpackt und dies und das. Schnelligkeit musste man auch manchmal haben. Aber echt gutes Spiel. Sehr zu empfehlen, Leute. Wie gesagt, auf Steam zu kaufen. Ja, können wir den beenden? Anscheinend nicht. Wollen wir das jetzt noch durchlaufen lassen? Und sehen, wie das Haus ein bisschen vor sich hin kokelt? Wie viele Leute haben wir überhaupt ermordet jetzt? Wir haben die zwei Priester ja noch ermordet und den. Und ihn halt nicht, den Kommissar. Der denkt ja bestimmt, wir sind unschuldig. Hoffe ich das. Guck mal, habe ich mit Escape? Ja gut. Du hast das Spiel beendet. Vielen Dank fürs Spielen. Ja. Okay. Das war das Spiel von 2012 noch. Mal gucken, was 2013 uns alles so erwartet. Mit neuen Steam-Spielen. Also ich fand das Spiel nicht schlecht. Es könnte schon irgendwie einen zweiten Teil davon geben. Wo er dann erwachsen ist oder irgendwie sowas. Das wäre echt klasse. Wie gesagt, spielt das mal selbst. Und das war's mit Lucius. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in meinen nächsten Projekten natürlich. Also, ciao.